Hallo, mein Name ist Philipp und heute machen wir ein Let's Play Video von Müllabfuhrsimulator 2008. Bei mir ist Konsti und Hallo. Wir werden jetzt mit dem Müllabfuhrsimulator richtig hart die Bude rocken. So, dann starten wir mal das Spiel, nehmen ein neues Profil. Ja, wie nennen wir uns denn? Wir nennen uns mal Olf. Da können wir hier noch so ein trendiges Logo wählen für unsere Müllwagen. Nehmen wir mal die Kloschüssel, die als Designfarbe kackbraun passend zum Klo. Dann haben wir hier die verschiedenen Müllarten. Das ist das kleine 1x1 des Müllmanns. Das lassen wir mal so. Okay. Wir erwarten jetzt schon mal eine hammermäßige Grafik bei der ersten Ladezeit. Ja, man sollte noch gesagt haben, das Spiel läuft auf einem PC von 2004. Das ist jetzt schon ganze 8 Jahre her. So alt ist der PC schon. Hier auch in diesen Ladefenstern sieht man schon immer, worauf man sich hier eingelassen hat. Auf die pure Erotik der Müllautos. Ja, herzlich willkommen. Dies ist Ihr Fuhrpark. Sie sollten zuerst einen Kredit aufnehmen, ein Fahrzeug kaufen und Personal einstellen. Das fängt ja schon mal gut an. Oh, unser Konto ist 0. Dann gehen wir mal hier auf Konto. Kredit. Ja, wie viel sollen wir denn mal aufnehmen? Nehmen wir mal den Gründerkredit. Hier haben wir nochmal alles im Überblick. Unsere Aufträge. Dann gehen wir jetzt mal zur Belegschaft. Suchen uns mal einen Bewerber. Erstellen wir mal einen, den David. Dann stellen wir noch einen Klaus. Schon für 50 Euro zu haben. Und noch den Bruno. Oh, der ist aber teuer. Aber der hat auch schon 3 Erfahrungspunkte. Jetzt teilen wir die mal alle noch zum Dienst ein. Also wir brauchen ja 2 Schmeißer und einen Fahrer. So. Dann gehen wir mal zu unseren Fahrzeugen. Im Moment noch keine Fahrzeuge, dann gehen wir mal zur Fahrzeugbörse. Ja, können wir uns einmal neu kaufen. Wow, ist aber alles sehr teuer. Wir gucken mal beim Gebrauchtwagenhändler. Wir schauen als erstes mal, was wir für Aufträge haben. Entsorgung in der Vorstadt. Fahrzeuge einsetzbar. Kleiner Containerpresser, Allzweckpresse. Dann gehen wir mal auf die Fahrzeugbörse. Und kaufen uns mal die Containerpresse. Ja, wir möchten das Fahrzeug wirklich kaufen. Jetzt gehen wir noch auf Werbeflächen. Können wir einmal unser Firmenlogo oder Werbung oder nix drauf machen. Dann können wir auch, wenn wir die Leertaste drücken, sehen wir hier unser Betriebsgelände. Etwas trist, aber für unser Unternehmen reicht das. So, dann geht's jetzt mal erst richtig los. Wir nehmen mal die Vorstadt 1. Wir nehmen mal die Vorstadt 1, genau. Und dann starten wir jetzt mal das Spiel.
Wir müssen zuerst das Fahrzeug aktivieren. So, was erwartet uns als nächstes? Wieder ein langer Ladebalken. Und das liegt nicht am PC, sondern an diesem hervorragenden Spiel. Ja. Oh, man hört schon die Grillen zirpen in der Sommernacht. Mal sehen, was uns erwartet. Eigentlich ist das Ladefenster ja schon ganz geladen, aber... Oh, oh, was für eine Mördergrafik. So, wir machen uns jetzt als erstes mal unserem Fahrzeug bekannt. Dazu schmeißen wir mal den Motor an. Machen wir auch das Licht an. Machen mal die Karte ein, damit wir auch genau sehen, wo wir den Müll abholen müssen. So, dann wechsle ich jetzt mal hier auf den Müllwagen, der immer ein wenig komisch läuft. Vielleicht stammt er aus der Zukunft. Vielleicht stammt er auch aus der Zukunft und ist ein Roboter, aber... An dem Spiel lernt man auch Physik. Links unten sieht man, wie schön das Licht vom Müllauto sich verteilt. Ja, das hat auch was mit Optik zu tun in der Physik und kann man auch viel lernen. Oder das Rollverhalten der Mülltonne. Wir müssen 10 Mülltonnen einsammeln. Ich glaube, ich werde depressiv. So, jetzt springt unser dynamischer Müllmann wieder aufs Fahrzeug. Wenn der so in echt laufen würde, wäre er schon entlassen worden.